Ladevorgang, gleich geht's weiter, Leute. Oh, da sind wir schon drin. Sehr schön, freut mich. Ja, wunderbar. Wir gucken gleich mal. Oh, ich brauche trinken, ne? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir müssen Richtung Safe Zone, ne? Safe Zone, sobald ich meinen Timer gestartet habe. So. Blub, blub, läuft. Seid ihr da? Ja, sehr schön. Okay, welche Waffe ist so geladen? Ich glaube, die, ne? Shotgun. Wir looten neue Mission für Ski-Maske. Die habe ich noch nicht, ne? Nice, die habe ich noch gar nicht. Hat die auch Schutz? Bringt die was? Bringt das überhaupt was? Ich habe keine Ahnung. Wie sieht denn das aus? Oh, jetzt sehen wir ja richtig aus wie so ein bösartiger. Ja, wenn wir jetzt ein PvP wären, dann wären wir richtig, ne? Und so. So, trinken wir drunter. Wir müssen so safe sein. Wir brauchen mal sie trinken. Was ist das denn da? Das ist doch hier wieder Ding. Kann nichts mehr mitnehmen, ne? Voll, voll. Voll, voll, voll. Jo, Safe Zone würde ich mal sagen. Wir haben so viel Munition. Jo. Warte mal, habe ich. Hab ich nicht mehr. Mist. Ich glaube, ich werde gar nicht looten. Wir laufen jetzt Richtung Safe Zone. Ich muss aufpassen, dass hier keine. Bots rumlaufen. Okay, wir haben da eine Mission. Oh, schade. Die Mission werde ich schon. Aber wir müssen erstmal zu Safe Zone. Nützt alles nichts. Wir müssen erstmal ein bisschen Loot sichern. Oder zumindest Zeug verkaufen. Und ich brauche Trinken, ne? Trinken, trinken, trinken. Und man muss doch gucken wegen Military, ne? Wegen Military, wo Heilut ist und sowas. Ich möchte noch wieder eine Mosin haben. Wollte ich beim letzten Mal eigentlich die Mosin gefunden. Ich glaube, das war in einem engen Haus, ne? Eng ein Haus. Nee, nee, das war nicht im Haus. Stimmt, das war irgendwo doch. Warte mal, wo irgendeine Mission war. Da war ich doch hingelaufen und dann, genau. Hatte der Bot, den ich da umgebracht habe, die Mosin gedroppt. Der hatte ja auch so einen schönen Helm. Schönen Soldatenhelm und so weiter, ne? Und, naja. Und jetzt zunächst, wir laufen jetzt mal zur Safe Zone. Das ist der Charakter. Das ärgert mich, dass er nicht läuft, währenddessen ich auf die Karte gucke. Dann bleibt er stehen. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich realistisch, dass er stehen bleibt. Obwohl im Real Life könnte man auch auf der Karte gucken und gehen. Wie viele das mit dem Handy machen und dann mit dem Kopf gegen Laterne oder sonst wo gegen knallen. Ja. Wenn sie währenddessen auf dem Handy gucken. Ne? Guck mal, wie schnell das Trinken runtergeht. Ist schon gut, dass ich zum Trader da hinlaufe, zum ja, NPC. NPC-Verkäufer. Hier ist doch ein schönes Plätzchen. Wäre das jetzt nicht so uneben, dann könnte man hier bauen. Na, ich glaube, es mit dem Bauen. Wollt ihr das überhaupt sehen, dass ich eine Base baue, eine Basis baue? Macht das überhaupt Sinn? Ich weiß gar nicht, wie das hier gehandhabt wird mit die Server, habt ihr auch irgendwie bestimmt alle paar Wochen gewiped werden oder bleibt bis zum Ende? Ich habe keine Ahnung. Obwohl, hier könnte man ein schönes Haus bauen, hier so ein kleines Häuschen hier. Naja, mal gucken. Mal schauen. Was haben wir da vorne? Züge? Okay. Das heißt Züge, das sind Waggons anscheinend. Zumindest so aus. Oh, steckt schon mal die Waffe weg. Ob da vorne ist gleich Safe Zone. Jo, siehst du, sie betreten die sichere Zone. Das sind echt Waggons hier. Schön. Kann man hier hoch, ne? Ne.
So, müssen wir da jetzt überhaupt hin? Wir müssen da noch geradeaus. Oh, er stimmt ordentlich, ne? Er braucht was zu trinken. Ja, sieht doch schon nice aus, ne? Links eine Waffe auf dem Rücken, rechts eine Waffe, zweimal PK, eine PPK, vor allem PK, ein BK auf dem Rücken. Ja, vorne läuft auch ein Spieler. Der hat wohl auch gelootet und will verkaufen. Oh, was sagt ihr eigentlich zu dem Spiel? Schreibt mir mal gerne einen Kommentar. Würde ich immer gerne eure Meinung wissen. Vielleicht habt ihr es auch schon längst gemacht. Aber haut's mal raus, haut's mal raus. Genau, haut's mal raus. Der Trader hier ist ein bisschen größer, ne, als wie der andere Trader da oben. Hier bin ich gespannt, ey. Ich glaube, da ist nur ein Spieler hier am Trader. Ach, guck mal hier, die alten Busse, wollen die guten alten Busse. Busse, können wir Bus fahren? Ist hier überhaupt Loot? Ich glaube, hier ist kein Loot, ne? Wir könnten ja auch einen Bus-Simulator draus machen, wenn wir einfach so mal drehen. So. Und schon haben wir ein schönes, mal gucken, Bildchen. Ich gucke ja immer, ne? Dass ich hier ein Bildchen habe für ein Thumbnail. Das sieht doch gut aus hier. Ja, sehr schön. Guck nicht nach links, ne? Guck nicht nach links. Macht doch nichts. Ach, das sieht doch gut aus. Ja, mit dem VW hier. Was ist denn das für einer hier? Ich bin ja nicht so guter. Der Autofachmann hier. Oh, Aktivität in Sektor. Was? In Sektor? Im Sektor? Hier im Sektor oder was? Das ist die schwierige Mission, ne? So, müssen wir mal ein bisschen umgucken, ob es hier überhaupt Loot gibt. Ist kein Loot. So, hier sind Waffen, da haben wir Trader. Guck mal, da ist auch einer, der hat auch zwei BKs hier. Da ist er da, ist er laut. Guck mal, wir wollen ja eine Stürmer verkaufen hier. So, was haben wir denn hier? Müssen wir was trinken, ne? Jo, Medizin und Nahrung, ja. Ich brauche immer was zu trinken. Boah, was nehmen wir? Wir nehmen mal eine Limo hier. Oh, wir haben ja gar kein Geld. Guck mal. Aufbewahrung, okay, wir müssten also, ne, wird also nicht aufgeteilt, also dass wir hier, ne, was wir oben eingelagert haben, da können wir hier nicht drauf zugreifen. Bisschen schade. Zündkerze. Möchte ich ja eigentlich verkaufen, ne? Schon habe ich 3000, zweimal Zündkerze verkauft. Elektrischen Schrott verkaufen. Verkaufen wir auch. Verband ist natürlich 500, ne? Die Uhr. Brauchen wir die? Nee. Verkaufen. Guckt euch mal die Kreissäge an. Da kriegen wir 8000 für. Ich verkaufe die erstmal. Du wärst ja reich. Brauchst du nur eine Kreissäge suchen. Jo, die Autobatterie werden wir auch erstmal verscheuern, ne? Ja, wir werden erstmal Kohle machen. So, jetzt haben wir... Ui, 21.700. Da kann ich mir ja Limos. Einige Limos kaufen. Wie kann man die denn stacken? Ich kaufe mal 3 und essen. Wir haben noch 87, ne? Dosen Ananas. Denk mal, das stillt den Durst und den Hunger. Tomatensuppe, Dosenfleisch, 500. Ich nehme mal Dosenfleisch mit. Okay. Ja, drüben müssen wir gucken, die Munition, die Batterie. Ich verkaufe auch erstmal beide. Ich will erstmal alles verkaufen. Also nicht alles, aber was ich jetzt noch nicht so brauche. Aber wie eine Batterie, wie eine Taschenlampe, ne? Aber es ist jetzt, wurde es ja noch nicht so wirklich dunkel hier.
Noch nicht, noch nicht dunkel. Okay, die Waffen verkaufen wir gleich. Ja, ich glaube, ich werde die beiden Shotguns. Ich weiß nicht, was ich verkaufe, wie viel ich da verkaufe. Ich muss doch mal gucken. Ich muss erstmal was trinken hier. Prost. So, das geht erstmal hoch. Man sieht es unten links. Eventuell ganz klein bisschen beim Wassertropfen. Ich weiß ja nicht. Je nachdem, wo er schaut, ob er mit dem Handy schaut oder mit einem. Oder vom PC. Ist ein bisschen klein gehalten hier, das. Sagen wir mal, na, wie heißt denn das? Hat. Das hat. Die Anzeigen, sagen wir mal so. Oh, es geht aber noch hoch, ne? 30, 31. Warte mal. Um zu testen, wie weit das hochgeht. Okay. Bringt aber schon viel eine Dose. Jetzt habe ich drei gekauft. Naja, eventuell brauche ich nur zwei nehmen. Okay, 50. 51, was hatte ich vorher? 9, ne? 9 hatte ich ungefähr noch. 57, vielleicht sind wir über 60. Er ist ja richtig hier. Also der hat ja richtig hier die Kampfklamotten an und so ein Zeug hier, ne? Gucken wir sie mal an hier. Guck mal, was er hier anhat. Ups. Helm. Richtigen. Was ist denn das hier? Kampfhelm. Die Weste allein schon getan. Der war richtig im Militärgebiet, ne? Also, so wie der aussieht. Guck mal, den Rucksack hier. Das. Oh Gott, das möchte ich auch. Also, das ist ja richtig guter Rucksack. Und er hat schöne halbautomatische. Was ist denn das? MP4, MP5 oder irgendwie sowas? Ja, sowas. Da kommen wir auch noch ran, ne? Sehr schön. So, dann haben wir noch eine Ersatzdose und dann. Achso, wir wollten noch hier gucken, ob wir noch was verkaufen können. Ja, Waffe könnten wir auch, ne? Erstmal die Shotgun hier verkaufen. Wir können keine Munition verkaufen, das finde ich ein bisschen blöd. Die haben 16 Schuss. Reicht doch für die Shotgun. Ich werde das erstmal hier lagern. Dann haben wir auch was gelagert. Die ganze Kohle lasse ich jetzt auch erstmal hier. 45. Keine Ahnung, wofür die Munition ist. Anzahl 12, 45. Vielleicht für. Ich weiß es nicht. Komme nicht drauf. Granate. Nimm erstmal mit. Feldweste, wenn wir die verkaufen würden. Okay, 1500, nicht schlecht. Okay, und so Alpinjacke auch 1000. Guck mal hier, Nägel. Die Nägel lassen wir auch erstmal hier. Sacklein lassen wir auch erstmal hier. Pistole. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei der Shotgun, ne? Mit der Pistole werden wir irgendwann noch mal ballern. Komm, wir lassen das erstmal hier. Hier ist ja auch noch Geld. Ja, das haben wir natürlich erstmal noch nicht die Waffen da. Und wir haben dreimal steriler Lappen. Ne, das sind die drei. Wir werden so unterwegs noch so viel wieder finden. Das werde ich erstmal hier lassen. So, Trägen haben wir da. Fusel nehmen wir auch mal mit für unterwegs. Können wir da. Das ist ja auch noch eine Waffe. Verband. Nehmen wir mit. Essen müssen wir mitnehmen. Auch nochmal Geld. Spritze. Was macht denn die Spritze? Keine Beschreibung, steht nur Spritze, ne? Was man jetzt genau macht. Verband wird ja, steht ja beschrieben. Stellt eine, ne, und so weiter und so fort. Lassen wir die Spritze auch mal hier. So, so viel können wir auch nicht hier reinpacken, ne? Irgendwann ist voll hier. Hm. 23.000, okay, was haben wir denn? Ausrüstung. Wir können natürlich auch was kaufen, ne? Jo, was können wir denn kaufen? Guck mal, die Feldweste, die wir gefunden haben. Wenn wir die verkaufen würden, kriegen wir nur 1500. Und wenn wir sie kaufen, neu kaufen, kostet die 10.000. Müssen wir 10.000 dafür bezahlen. Polizeischutzweste. Kostet 25.000. Halleluja. Sturmweste.
So, ich hätte gerne einen besseren Rucksack. Ach du Heile, 25.000 sind Rucksack. Sturmrucksack, Sturmrucksack. Typhon, Typhon? Oder Typhon Rucksack? Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel Slot der hat. Wie viele Slots? Bauhelm, okay, Militärhelm könnten wir noch kaufen. Schönen Hut hier. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was looten, dass wir ein bisschen, ja, den größeren Rucksack oder so, oder wir müssen halt zum Militäri, ne? Jagdhose, Alpinhose, die können wir kaufen. Die passt ja zu unserem, ne? Alpinhose. Alpinhose. Das da, warte mal. Da, die müssen wir dann kaufen. Wollen die mal kaufen? Die hat doch bestimmt mehr Slots. Die hat bestimmt mehr als 4 Slots. Ach, die hat auch nur 4 Slots. Okay. Jo, kommt da jetzt einer oder kann ich hier sonst mal kurz schnell tauschen? Na, kam er gleich angelaufen, ne? Hat er gesehen, da hat er gedroppt, ne? Ja, ja, ja. So, dann können wir draußen die Hose noch ein bisschen zerlegen. Dann bekommen wir wieder einen Lappen, dass wir halt später wieder mit Wodka oder hier mit Fusel uns sterile Lappen noch craften können. Oh, den müssen wir erstmal ein bisschen looten gehen, ne? Waffe, ach so, wegen Waffen wollen wir... Oh, guck mal hier. Was kostet denn so ein Visier? PO-Scoop, ne? Das kennt man ja auch, POS-Scoop. Scope, so, das kennt man ja so ein bisschen aus, ne? Dingsbums, aus DayZ. Viermal optisches Visier. Installiert auf AKM. Okay, AKMod, AKSU, AKSM, VSD. Ne, warte mal, was ist denn für die Mosin? Das ist für die Mosin. Ach, das ist PU. Hier ist das PU. Das ist POS. POS 1. POS-1 da. Naja, und das ist PU. 3,5 mal optisches Visier. 20.000 kostet das. Halleluja. Installiert. Jetzt installiert auf Mosin. Und für die ja, halbautomatischen hier haben wir auch ein paar Aufsätze. Messer? Ne. Oh, Feuerzeug. Warte mal. Ich kann doch irgendwo das Feuerzeug verkaufen. Ich habe 3 Stück. Ach du. Kriegst die Tür nicht zu. Die Mosin kostet 50.000. Es gibt sogar 2. Mosin K und Mosin. Waffe nicht zum Transport in Rucksäcken geeignet. Waffe zum Transport nur in Spezialrucksäcken geeignet, okay. Die S85, die hatten wir auch schon mal, bis ich da gestorben bin. Eine M133. Waffe zum Transport, achso. Einige Waffen. Guck mal hier, AKM. AKMSM. UMR 45, MR5, AKSU kennt man auch, also DayZ. MP ist hier nicht, ne? Oh, oh. Oh, wie viele Waffen gibt's denn hier? Hier gibt's ja so viele Waffen, das glaubt ihr ja gar nicht. Das ist ja. Wir müssen zum Militäri. Also die Waffen, da möchte ich schon noch ein bisschen mit rumtesten, bevor wir direkt mit dem PvP loslegen. Aber das kaufen, da muss ich. Nee, das möchte ich mir selber dann besorgen. So, Munition habe ich, ne? Ich wollte noch komisch Feuerzeug verkaufen. Okay, alles klar, alles klar. So, die sind alle so still hier, ne? Ich könnte ja. Naja, das, die sind alle beschäftigt mit Verkaufen. Da, Feuerzeug. Ich verkaufe die erstmal alle weg. Alle weg. So. Schon wieder Errungenschaft. Oh, war zu schnell weg, konnte ich nicht so schnell lesen. Okay, Leute, Mensch, wie die Zeit vergeht hier. Die ganze Zeit nur am Trader aufgehalten hier. Ja, bloß Neuer. So. Ich weiß auch gar nicht, ob das Deutsche sind. Da sind das, ne? Man weiß ja nicht, wo die herkommen hier. So, europäischer Server hier. Was haben wir denn hier noch? Mal ein bisschen gucken hier. Aber ich glaube, hier kann man nichts mit. Ach so, gerade gewundert, warum kann man hier? Man kann an die Schränke in so eine Aufbewahrung gucken, das ist ja geil.
Na, ein bisschen rumgucken hier. Und dann mal überlegen, wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir denn hin? Was macht er denn da? Mach mal Platz da. Du, geh mal aus dem Weg da. Move, alter Junge. Move, 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 move. Lol. Oh ja, eine schöne Mose, ne, die ich haben. Ne? Der hat ja alles. Der hat AKM oder was ist das da? Keine Ahnung. Also, mal gucken. Ja, beiden da. Naja, gesprächig sind sie irgendwie nicht, die Leute, ne? Ah, die gehören wohl zusammen, die beiden. Na, lass sie mal kuscheln da. So, wo gehen wir denn mal hin? Die wollten bestimmt zur Mission. Nicht so hier unten, wo jetzt in der Nähe so ein Militär ist. Beri, vielleicht bei der Mission. Gehen wir da mal hin. Die laufen auch die Richtung. Jetzt komme ich da natürlich nicht. So, das machen wir in der nächsten Folge, weil diese Folge, die ist schon wieder... Oh ne, die Zeit läuft, Leute. Ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Wir laufen einfach mit den beiden dadurch hinterher. Vielleicht lassen die uns ja auch ein bisschen noch Loot über. Können wir noch ein bisschen was absahen. So, danke fürs Einschalten, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss und schön gesund bleiben.